Los geht's bei der Bloßhütte im Defreckental. Der mächtige Wasserfall verrät schon nach wenigen Gehminuten, was weiter oben auf uns wartet. Noch mehr Wasser. Es geht gut 2 Stunden aufwärts durch Bäche, über Steige und Almen. Und dann haben wir ihn ganz für uns, den Geigensee. Es ist fantastisch. Freie Sicht auf den Großglockner. Nach kurzer Rast geht's weiter. Es wird richtig steil. Der Blick ist grenzenlos und dabei sind wir noch nicht mal ganz oben. Noch eine letzte felsige Passage. Und dann steht dem 360-Grad-Panorama auch wirklich nichts mehr im Weg. Ein kristallklarer Bergsee, anspruchsvoll und eine umwerfende Aussicht entlang der ganzen Tour. Der Regenstein ist für Bergenthusiasten wie uns ein Muss. Abwärts geht's entweder denselben Weg zurück oder über einen schwierigen Steig zum Pumpersee. Eine willkommene Erfrischung. Für geübte Berggeher eine echt geniale Tour. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen.